Hallo, liebe Schülerinnen und Schüler. Hallo zusammen. Willkommen bei Kapitel 4.6 Funktionen mit Parametern. Wir haben uns in den letzten Videos schon mit der Funktionsanalyse beschäftigt. Machen wir jetzt auch, aber wir nehmen die Funktion mit Parametern noch mit rein. Zum Beispiel die Funktion ft von x hat außer der Variablen x jetzt noch einen Parameter t mit drin. Und wie sich das auf den Graphen der Funktion auswirkt, schauen wir uns jetzt mal in GeoGebra an. So, wir haben hier in blau dargestellt den Graphen der Funktion f und momentan für den festen Wert t gleich 1. Und der Tan kann mit seinem fancy Schieberegler hier das auch einfach erhöhen für t gleich 2, t gleich 3 und so weiter. Wir machen jetzt aber eine Funktionsanalyse. Schritt 1 war da, Definitionslücken, also senkrechte Asymptoten. Die gibt es hier nicht. Sind wir schon fertig? Schritt 2, waagrechte Asymptoten, die gibt es hier. Ja, ich sehe eine für x gegen minus unendlich, scheint sich der Graph der Funktion der x-Achse zu nähern. Für x gegen plus unendlich dagegen steigt die Funktion aber immer weiter gegen unendlich, wenn man das nach oben jetzt verlängern würde. Das heißt, da gibt es keine. Schauen wir uns an, ob beides so bleibt, wenn man t erhöht. Ja, beides bleibt so. Schritt 3 war Symmetrie, das ist hier nicht vorhanden. Schritt 4 war Schnittpunkte mit den Achsen. Erst 4a, Schnittpunkte mit der x-Achse. Nullstellen also sehen wir hier im Ursprung für t gleich 1. Erhöhen wir t. Dann sehen wir, die Nullstelle wandert auf der x-Achse, zunächst in größeren, dann in immer kleineren Schritten, aber sie wandert. Schnittpunkte mit der y-Achse sehen wir hier, auch für t gleich 1 im Ursprung 0, 0. Für t gleich 2 ist es 0 minus 1, 0 minus 2, 0 minus 3. Da sehen wir eine Gemeinsamkeit, die Abstände für t Abstände 1 ist auf der y-Achse auch der Abstand 1. Eine Gemeinsamkeit. Gut, gehen wir weiter und zwar zu den extremen Punkten. Hochpunkten sehe ich hier nicht, aber Tiefpunkte sehe ich hier. Sie auch? Ja, sehe ich also besseren Sichtbarkeit für euch. Stellen wir den jetzt mal zusätzlich noch an. So, und da sehen wir jetzt den Tiefpunkt des Graphen, wenn t gleich 1 ist. Jetzt gehen wir mal eins weiter und sorgen aber dafür, dass der Tiefpunkt an der Stelle vorhanden bleibt. So, und genauso erhöhen wir jetzt t für jeden Tiefpunkt, der dazukommt, und der vorangegangene wird mit hinzugefügt. Das sieht ja fast so aus, als würden sich so alle Tiefpunkte auf einer gemeinsamen Kurve befinden. Ja, es scheint wirklich so, als ob man hier den Graphen einer Funktion reinlegen könnte, auf dem alle diese Tiefpunkte liegen. Ich glaube, das interessiert mich so stark, das will ich jetzt mal berechnen, diese Kurve. Freak. So, wir wollen uns das mal genauer angucken. Als kleine Einschränkung haben wir gesagt, t ist nur Element der reellen positiven Zahlen. Das heißt, ab 0 positiv alle möglichen. In GeoGebra haben wir jetzt nur Einsatzschritte gemacht, aber es könnte auch dazwischen noch liegen. So, um diesen Verdacht, den wir gerade bei GeoGebra hatten, zu begründen, dass die Tiefpunkte wirklich alle auf einer gemeinsamen Kurve liegen, müssen wir zunächst mal Extremstellen bestimmen. Rausfinden, handelt es sich wirklich um eine Extremstelle und was für eine Art von Extremstelle, haben wir ganz oft gemacht. Könnt ihr jetzt für die Funktion machen, natürlich in Abhängigkeit von t. Und wir schauen uns das Ergebnis an in 3, 2, 1. So, bei der ersten Ableitung haben wir die Produktregel angewandt, haben es vereinfacht und kamen auf 2e hoch 2x minus t mal e hoch x. Bei der zweiten Ableitung brauchen wir die Produktregel gar nicht mehr. Einfache Kettenregel und kamen auf 4e hoch 2x minus t mal e hoch x. Gut, bestimmen von Extremstellen. Wir nehmen die erste Ableitung, setzen die gleich 0. Wenn man das Ganze auflöst, kommt nach einigen Umrechnungen raus, x ist ln t halbe. Das ist eine mögliche Extremstelle, denn wir setzen hier erst noch in die zweite Ableitung ein und gucken, was rauskommt. Hier gehen wir mal auf die Vereinfachung ein, weil wir haben hier geschrieben 4 mal e hoch 2 mal ln t halbe. Das kann man umschreiben, steht hier unten schon, als e hoch ln t halbe nochmal hoch 2. Und hinten seht ihr, haben wir eine Vereinfachung gemacht, das e hoch ln t halbe ist einfach t halbe. Genau, e hoch und e und ln heben sich quasi auf. Deswegen haben wir auch hier die Vereinfachung gemacht, dass das 2 sozusagen weg ist, weil sich e und ln direkt aufheben. Gut, dann haben wir einfach nochmal weiter vereinfacht, kam auf t Quadrat halbe, da t immer größer ist als 0. Und durchs Quadrat sowieso immer größer ist als 0. Stimmt auch. Es ist auf jeden Fall größer 0, das heißt, wir haben einen Tiefpunkt bei x gleich ln t halbe. Damit es wirklich ein Tiefpunkt ist, müssen wir natürlich jetzt den x-Wert noch nehmen, in die eigentliche Funktion einsetzen. Die Vereinfachungen sind jetzt ähnlich wie gerade eben und wir erhalten den y-Wert minus t Quadrat Viertel und insgesamt also den Tiefpunkt
in Abhängigkeit von T. So, und jetzt überlegen wir uns zusammen, warum all diese Tiefpunkte hier bei verschiedenen Werten für den Parameter T auf einer Kurve liegen könnten. So, da haben wir nochmal unseren Tiefpunkt. Wir haben ein bisschen Platz geschaffen drunter, damit wir jetzt ordentlich rechnen können. So, wir wollen jetzt diese Kurve, auf der alle Tiefpunkte liegen. Naja, gucken wir mal, was wir haben. Wir haben vom Tiefpunkt einen x-Wert, der ist ln der t-halbe. Mhm. Rechts davon schreiben wir auch mal hin, dass wir den y-Wert haben. Den kennen wir auch, ja. Der ist minus k Quadrat Viertel. Und okay. So eine Kurve sieht ja immer aus, dass wir haben y ist gleich irgendwas in Abhängigkeit von x. Hier ist jetzt in Abhängigkeit von t. Das ist ein bisschen blöd. Aber wir haben doch t und x in Zusammenhang, nämlich hier drüben. Wir haben zwar x in Abhängigkeit von t, aber vielleicht können wir es auch hinkriegen, dass wir t in Abhängigkeit von x haben. Dann könnten wir das Ganze nämlich hier drüben reinsetzen, ist t wäre weg und y wäre von x abhängig. Perfekt, Sie sind ja gut. Probieren wir das doch mal. Das hier umformen. Erster Schritt. Hier machen wir e hoch, diese Gleichung. Also dann steht auf der linken Seite e hoch x. Und e hoch ln, das löst sich ja auf. Das heißt, wir haben t halbe nur noch stehen. Mhm. Und jetzt? Ja, jetzt machen wir mal 2. Dann steht hier 2 e hoch x ist gleich t. Super, jetzt haben wir diese Gleichung nach t umgeformt. Und jetzt können wir das Ganze da drüben einsetzen. Schön auf alles. Und dann ergibt sich, schauen wir mal, was sich dann ergibt, y ist gleich minus... Minus, Klammer auf, für t setzen wir jetzt 2 e hoch x ein. Genau. Und ein Bruch immer noch und unten steht 4. Das oben lösen wir noch auf, also das Minus steht immer noch da. 4 e hoch 2x, also e hoch x, e hoch 2x, durch 4. 4 durch 4 kann man kürzen, dann steht nur noch da minus e hoch 2x Eintel, also minus e hoch 2x. Okay, das heißt, wir haben jetzt tatsächlich einen Funktionsterm, der möglicherweise der Term ist, auf dessen Graphen alle Tiefpunkte der ursprünglichen Funktion liegen. Wir wollen das jetzt mal überprüfen, und zwar wollen wir genau diese Funktion in GeoGebra eintippen und schauen, auf welch alle Tiefpunkte auf der liegen. Hier ist in GeoGebra neu der orange Graph dargestellt. Das ist der Graph der Funktion y gleich minus e hoch 2x, die wir gerade berechnet haben. Und in blau haben wir immer noch den Graphen unserer Funktion ft von x. Wir sehen, für t gleich 1 liegt dieser rote Tiefpunkt genau auf diesem orangen Graph. Gehen wir mal weiter. T gleich 2, t gleich 3. Passt, wir sehen, Tiefpunkte liegen immer genau auf dem Graph dieser berechneten Funktion. Diese Funktion hat übrigens auch einen Namen. Man nennt sie Ortskurve. Dazu schreiben wir uns jetzt noch allgemein was auf. In diesem Fall ist also y gleich minus e hoch 2x die Ortskurve der Tiefpunkte von ft von x. So, wir merken uns das Verfahren zur Bestimmung der Ortskurve von Extrempunkten und Wendepunkten. Wir haben es gerade nur für Extrempunkte gemacht, für Wendepunkte geht es ganz genauso. Erstens, ja, Bestimmung dieser Extrem- bzw. Wendepunkte in Abhängigkeit des Parameters der Funktion. In beiden Fällen bitte dran denken, bei den Extrempunkten die zweite Ableitung überprüfen, bei den Wendepunkten die dritte Ableitung überprüfen. Wir müssen erstmal nachweisen, dass es auch wirklich welche sind. Und dann kommt das wirklich Neue, denn der Schritt 2 ist, den x-Wert des jeweiligen Extrem- bzw. Wendepunktes erstmal nach t auflösen. Dann die in 2 bestimmte Gleichung für t den y-Wert des jeweiligen Punktes einsetzen. Und schon haben wir die Ortskurve. Und dran denken, jeder Hochpunkt, jeder Tiefpunkt in Abhängigkeit von t hat natürlich seine eigene Ortskurve. Wenn es also zwei verschiedene Tiefpunkte in der Funktion gibt, gibt es auch zwei Ortskurven. Die liegen nicht alle auf einer. Deswegen jeweiligen. Gut, schauen wir uns nochmal eine Aufgabe dazu an. So, wir haben eine Aufgabe schon vorbereitet. Ft von x ist t mal x mal e hoch x. T ist hier wichtig, Element der reellen Zahlen, also auch der negativen Zahlen. A, gebe gemeinsame Punkte des Graphen der Funktionsschar an. B, bestimme die Ortskurve der Extrempunkte. Wir wollen euch mal zeigen, wie man solche Funktionsscharen in den GTR eintippt. Und zwar am Anfang ist das t, das können wir so nicht in den GTR eintippen. Und zwar müssen wir eintippen, für welche Werte von t wir es haben wollen. Dafür machen wir erstmal eine geschweifte Klammer auf. Shift
Und dann da unten, wo das Malzeichen ist, die geschweifte Klammer drüber. Wenn man keine Vermutung hat, welche T-Werte man es haben will, würde ich immer nehmen, man wählt minus 2, minus 1, 0, 1 und 2. Hier brauchen wir die 0 gar nicht, weil wenn T 0 ist, dann ist die Funktion eh 0. Aber das sehen wir jetzt auch hier, auch wenn es der Herr Thein eingegeben hat, dass es dann so ist. So, diese Klammer hier vorne ersetzt jetzt quasi unser T, was hier in der Funktion steht. Und das heißt, der Rest der Funktion geben wir jetzt genauso ein, wie hier steht. Also das in der Klammer mal x mal e hoch x. So, jetzt schauen wir es uns an, indem wir auf Tor gehen. Wir haben VWindows schon richtig gewählt. Ihr könnt euch nachher unser VWindows anschauen. Wenn ihr selber am GTA ausprobieren möchtet, was ihr auch mal solltet, damit ihr mal seht, wie das geht, könnt ihr euer VWindows entsprechend unserem einstellen. Und ihr seht jetzt gleich, er zeichnet erst den Graphen der Funktion für t gleich minus 2, minus 1, 0, 1, 2. Geht relativ schnell. So, es geht jetzt ja um gemeinsame Punkte. Hier drüben wissen wir nicht genau, wie sich die Funktion wirklich verhält. Allerdings können wir, wenn wir den Funktionsterm uns mal anschauen, überlegen, was ist denn für x gegen minus unendlich? Was passiert denn dann? Naja, das x ist minus unendlich dann und e hoch minus unendlich ist 0, da die e-Funktion Exponenten dominiert, ist die Funktion da 0. Das heißt, wir haben am Ende, sie schräg gegen 0, das heißt, wir haben eine waagrechte Asymptote, das ist die x-Achse in dem Fall. Genau, das heißt, dass die oberhalb der x-Achse liegenden und die unterhalb der x-Achse liegenden Graphen sich nicht schneiden werden. Das heißt, hier drüben gibt es auf jeden Fall keinen weiteren gemeinsamen Punkt. Aber hier lässt sich einer vermuten, nämlich wo? Ja, der Ursprung lässt sich hier vermuten, also x gleich 0, y gleich 0. Und wenn wir so eine Vermutung haben, dann können wir sie auch versuchen nachzuweisen. Schreiben wir auf die Aufgabe A und setzen einfach x gleich 0 mal ein und gucken mal, was rauskommt. Ft von 0, also ist gleich t mal 0 mal e hoch 0. Können wir noch weiter vereinfachen zu t mal 0 mal 1. Gut, und hier wird mit 0 multipliziert, da kommt sowieso immer 0 raus. Und wir sehen jetzt aber, wir haben ein Ergebnis, das nicht mehr von t abhängig ist. Das heißt, egal was wir für t wählen, egal welches t, nicht nur bei den Vieren von hier, sondern bei jedem t, wird hier 0 rauskommen. Also haben wir einen gemeinsamen Punkt von allen Funktionen ft von x. Also nochmal wichtig, das im GTR vorhin, das dient als Vermutung, zeigen muss man es dann auf folgendem Weg. So, wir kommen jetzt zum Aufgabenteil B. Im Prinzip macht er jetzt genau das Schema, was wir eben vorhin bei dem Beispiel vor dem allgemeinen Teil gemacht haben. Wir sehen schon mal drüben, wenn wir uns den Graphen anschauen, da sind Hoch- und auch Tiefpunkte erkennbar. Ob es da eine Kurve gibt, auf denen die liegen, sollt ihr jetzt mal rausfinden. Wir schauen es uns dann auch zusammen an. In 3, 2, 1. So, hier haben wir auch schon die Lösung. Hier ist die erste Ableitung, hier die zweite Ableitung. Ich hoffe, ihr hattet damit keine Probleme. Die erste Ableitung haben wir in 0 gesetzt. Hier haben wir t mal e hoch x ausgeklammert. Und ein Produkt ist dann 0, wenn die einzelnen Faktoren 0 ist. Das hier ist nie 0, e hoch x immer größer ist als 0. 1 plus x ist für x gleich minus 1, 0. Gut, das ist natürlich jetzt nur eine mögliche Extremstelle. Ihr wisst ja, wenn man wissen will, ob es definitive Extremstellen sind, muss man es einsetzen in die zweite Ableitung. Das haben wir hier oben gemacht. Und raus t durch e. Das ist jetzt ein bisschen anders als vorhin, weil nämlich bei der zweiten Ableitung sozusagen, die ist von t abhängig. Und jetzt schauen wir es uns mal an. Wenn t größer als 0 ist, dann ist auch t durch e größer 0 und damit wäre es ein Tiefpunkt. Genauso kann man begründen, dass es für t kleiner 0 ein Hochpunkt ist. Sehen wir hier drüben, hier ist einmal ein Tiefpunkt bei minus 1, ein Hochpunkt bei minus 1, hier ist auch ein Hochpunkt bei minus 1 und hier unten sind zwei Tiefpunkte bei dieser Stelle minus 1. Bisschen Problem ist noch die 0. Schauen wir uns mal an, t gleich 0, t durch e gleich 0. Normalerweise müsste man jetzt dann noch einen Vorzeichenwechsel machen, um auszuschließen, ob es jetzt vielleicht ein Sattelpunkt ist oder nicht. Müssen wir aber nicht, denn unsere Funktion an sich, f0 von x gleich 0, ist ja, wenn wir es hier oben betrachten, gerade auf der x-Achse drauf. Und so eine Gerade hat natürlich weder einen Hochpunkt noch einen Tiefpunkt, also passt das hier dazu. Als nächstes haben wir den y-Wert ausgerechnet von diesem Extrempunkt, also ft von minus 1. Das ist minus t mal e hoch minus 1, also einfach minus t durch e. Dann haben wir diesen Extrempunkt allgemein aufgeschrieben. So, den haben wir jetzt. Jetzt müssen wir die Ortskurve bestimmen. Dafür haben wir vorhin x-Wert und y-Wert aufgeschrieben. Hier sehen wir, der y-Wert hängt ab von t.
Der x-Wert hängt nicht mehr ab von t. Und deswegen, weil wir immer eine Gleichung brauchen, die nicht von t abhängt, und hier haben wir direkt eine, ohne was umzuformen, x gleich minus 1, ist das hier schon die Ortskurve der Extrempunkte. Wir sehen es auch hier schön im Taschenrechner. Hier sind die Extrempunkte. Die liegen, sehen so aus, als würden sie alle auf einer Geraden x gleich minus 1 liegen. Die können wir übrigens auch einzeichnen, um das mal zu veranschaulichen. Wir gehen hier auf Exit, gehen hier auf y2, ändern den Type. Ganz wichtig, denn wir haben hier ein x vorne stehen und kein y. Genau, ich habe den Type schon geändert und kann hier einfach einsetzen minus 1. Zeichnen lassen. Und hier sehen wir es direkt. Auf dieser Ortskurve, die hier eben eine senkrechte Gerade ist, liegen alle Hoch- bzw. Tiefpunkte. Und deswegen ist auch der Grund, warum wir hier drüben nicht mehr geschrieben haben, Tiefpunkt oder Hochpunkt, sondern einfach nur EP für Extrempunkt. Weil je nachdem, wie wir T wählen, ist es entweder ein Tiefpunkt oder ein Hochpunkt. Aber es liegen alle auf derselben Geraden. Gut, das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.